Hallo alle miteinander, mein Name ist Marcel und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Drawing Like Sir. Ich habe jetzt auf meinem Kanal viele Karten bemalt und habe gesagt, es wäre jetzt vorerst das letzte Mal, dass ich Karten bemale. Denn ich dachte mir, für dieses Video möchte ich gerne noch einen Schritt weiter gehen. Oder zwei, oder drei, oder fünf. Ja, ich bemale heute eine PlayStation 5, genauer gesagt eine Faceplate davon. Das ist bestimmt eine krasse Überraschung für die Leute, die dieses Video hier gerade live als Premiere mit anschauen, als ich es veröffentlicht habe. Nämlich die wussten noch nicht, was in diesem Video bemalt wird. Aber falls ihr dieses Video später anschaut, könnt ihr auch einfach ein Abo da lassen, falls ihr sehen möchtet, was ich in Zukunft noch alles so bepinsle. Und dann könnt auch ihr bei der Premiere mit dabei sein. Jedenfalls würde ich schon sagen, das ist ein ziemlich großer Unterschied von einer Karte, die vielleicht 10 Cent im Wert hat, zu einer 500 Dollar schweren Konsole. Einer 500 Dollar schweren Konsole, die nicht mir gehört. Mein Kumpel Frank hat mir auf Instagram so ein Video geschickt, in dem jemand seine PS5 bemalt, weil er weiß, dass ich hier auf meinem YouTube-Kanal viel mit Kunst mache. Und darauf habe ich ihn gefragt, hey, sag mal, kannst du mir deine PS5 zufällig mal ausleihen? Nein, als er sie mir ausgeliehen hat, war ihm natürlich klar, dass ich die jetzt auch bemalen werde. Also, zumindest hoffe ich das mal. Er meinte, seine Lieblingsfranchises sind Dragon Ball und DC Comics, ganz besonders Batman. Ich war mir nicht sicher, ich fände eigentlich beides cool, deshalb habe ich euch entscheiden lassen. Auf YouTube gibt es ja meinen Community-Tab auf meinem Kanal, dort haben knapp 10.000 Leute von euch über das Schicksal von Franks PlayStation entschieden. Und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme... Ja, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme steht es exakt 50 zu 50. Sehr hilfreich, vielen Dank auch. Ich habe mir überlegt, dass ich ja eigentlich immer Manga oder zumindest mal naturalistisches Zeug auf meinem Kanal male, aber mit Comics habe ich eigentlich noch nie was gemacht. Das heute wäre also eigentlich eine super Gelegenheit. Also ja, heute auch mal für mich was Neues, nicht nur weil ich eine PS5 bemale, sondern auch weil ich Batman zeichnen werde. Also das Ganze läuft wie in meinen anderen Videos auch, ich entwerfe erstmal das Motiv und dann sehen wir weiter. Ich weiß noch nicht ganz, was ich mit dem Logo oben links machen soll, das stört mich momentan etwas, aber das werden wir ja alles noch sehen. Allerdings wird das Motiv nicht zu bombastisch, ich habe irgendwie die dumpfe Vorahnung, dass es später zum Beispiel beim Malen der Oberfläche problematisch werden könnte und das Motiv deswegen nicht zu sehr ins Detail gehen kann. Spoiler, ich hatte recht. Oh. Sorry, beim ganzen Daheimbleiben habe ich mir wohl eine Erkältung eingefangen. Ja, jedenfalls, Motiv skizzieren. Ich würde sagen, ich hänge mich jetzt mal direkt dran. Let's go. Wie vorhin schon gesagt, werde ich das Ganze sehr simpel und übersichtlich halten, für den Fall, dass es, später Probleme geben wird. Alter, was ist das, irgendein neuartiger Virus oder so? Ich werde natürlich nicht die komplette PS5 einfach von oben nach unten mit einem Pinsel bemalen, das wäre dumm. Deswegen werde ich das Ganze erst besprühen. Ich habe noch etwas Sprühfarbe von meinen 3D-Druck-Videos übrig und mit der wird das Ganze zum Glück etwas schneller gehen. Damit mein Motiv aber so wird, wie ich es mir vorstelle, muss ich vorher allerdings noch etwas abkleben. Vielleicht erahnt ihr schon, was ich da genau vorhabe. Und danach geht's ans Grundieren und Besprühen. Ich kenne mich in dem Gebiet wirklich null aus, aber anscheinend war es irgendwie zu kalt, als ich draußen gesprayt habe. Deswegen ist das Endergebnis nicht so geworden, wie ich es mir ursprünglich ausgemalt habe. Also habe ich das Sprayen in die Hände von jemandem gegeben, der sich etwas besser auskennt als ich. Also ich würde mal sagen, das Ganze könnte schlechter aussehen. Der Hintergrund ist schon mal so, wie ich mir vorgestellt habe. Aber wie genau will ich Batman da jetzt drauf abpausen? Für gewöhnlich wisst ihr ja, dass ich das entweder einfach freihand mache, das geht ja relativ einfach bei kleinen Motiven, wie zum Beispiel den Sammelkarten, aber bei größeren Motiven pause ich die Skizze in der Regel eigentlich ab. Heißt also, dass ich einfach ein Blatt aufs andere drauflege und das Ganze dann nachzeichne, aber wir sind doch keine Höhlenmenschen.
Wir nutzen die Technologie. Ja, wenn Abpausen halt nicht funktioniert, dann muss ich mir irgendwie anders zu helfen wissen. Ich habe keinen Beamer oder ähnliches daheim, also habe ich mir bei meinen Eltern einfach diesen 20 Jahre alten Projektor hier ausgeliehen, mit dem es wohl oder übel irgendwie gehen muss. Das Ding hat tatsächlich nur eine ganz winzige Fläche, deswegen habe ich meine Zeichnung auf ein DIN A6 Motiv verkleinert und ausgedruckt und versuche jetzt irgendwie mit Bleistift... Es geht nicht. Mit Bleistift. Es geht nicht mit Bleistift. Oh Mann, warum? Ja, es gibt also keine Vorskizze, ich muss also direkt mit meinen Linern draufmalen. Glücklicherweise habe ich ja in weiser Voraussicht ein simples Motiv entworfen, damit ich hier nicht allzu sehr durcheinander komme. Damit ich aber bei dem schwachen Licht von dieser veralteten Technologie hier etwas sehe, muss es leider sehr dunkel sein. Also ja, bis gleich. Wie ihr seht, besteht das Bild hier jetzt aus ein paar wackeligen Linien. Nicht wirklich sehr präzise. Besser habe ich es aber leider nicht abgepaust bekommen. Aber das ist jetzt nicht allzu schlimm. Ich habe die letzten 6 Jahre lang jeden Tag an der Manga-Serie gezeichnet. Dann kriege ich es doch wohl auch hin, hier ein unfertiges Bild zu ergänzen. So eingerostet bin ich jetzt auch wieder nicht. Und nach all dem kommt jetzt erst der Hauptteil, nämlich das eigentliche Bemalen. Ich hab mich schon so sehr darauf gefreut, ihr wisst gar nicht wie sehr. Auch dieses Mal nutze ich natürlich wieder Acrylfarben und Pinsel. Genaueres über meine Materialien findet ihr natürlich wie immer auf meiner Website. Und wie die letzten Male davor auch, wird es jetzt endlich Zeit, die Klappe zu halten und loszulegen. Ach komm schon, ernsthaft! Versteht ihr jetzt, warum dieses Video hier 2 Wochen lang in Arbeit war? Ja, anscheinend müssen manche Stellen echt erstmal mit Acrylfarbe grundiert werden. Praktisch dasselbe Prinzip wie bei den Sammelkarten. Bei manchen Stellen geht's einigermaßen, bei manchen, ehrlich gesagt, überhaupt gar nicht. Fragt mich nicht, warum das so ist. Der Grund ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal. Ich will doch die ganze Zeit einfach nur malen. Mein Gott. Kann ich jetzt? Ja? Okay? Gut. Dann halte ich jetzt die Klappe und euch da draußen viel Spaß. People need dramatic examples to shake them out of apathy, and I can't do that as Bruce Wayne. As a man, I'm flesh and blood. I can be ignored, I can be destroyed, but as a symbol, I can be incorruptible. I can be everlasting. What symbol? Something. Und da ist der, The Dark Knight, handgemalt auf einer Faceplate einer PlayStation 5. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und zu gewinnen gibt es dieses Mal leider nichts. Tut mir leid. Das Video war 2 Wochen lang wirklich viel Aufwand und ich habe es nicht geschafft, noch was für euch zu machen, was ich euch verschenken kann. Wäre es trotzdem zu viel verlangt, für die ganze Arbeit trotzdem nach einem Like zu bitten. Außerdem habt ihr jetzt ja immer noch die Chance, eine meiner bemalten Karten zu gewinnen. Mehr Infos dazu findet ihr in meinem letzten Video. Jedenfalls hoffe ich, auch euch gefällt das Endergebnis. Wenn ihr wissen wollt, wie man malen oder zeichnen lernt oder einfach nur sehen wollt, was ich als nächstes bemale, dürft ihr diesen Kanal natürlich auch sehr gerne abonnieren. Vielen Dank euch allen fürs Zuschauen. Mein Name ist Marcel und das nächste Video habe ich euch jetzt seit 2 Jahren versprochen und ich habe keine 6 Tage, dieses Video zu machen. Also muss ich jetzt direkt weiter. Bis dahin, ciao.